Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zweitkanal auf Fieser Dinkel. Heute mit einem Double-Upload am Start, ungewollt. Ich bin komplett ehrlich mit euch. Ich war gerade draußen im Real Life, weiß nicht, ob ihr es kennt, und war auf dem Weg ins Fitnessstudio zu gehen, hab meinen Trainingskumpan dabei gehabt und auf einmal kriege ich die Nachricht, das neue LMG ist draußen. Welches LMG überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass wir ein neues LMG bekommen, beziehungsweise dass es so spontan kommt. Und zwar handelt es sich um das RAHL, beziehungsweise das LAHS LMG. Ich weiß nicht, warum das auf Englisch und in Deutsch irgendwie unterschiedlich ist. Das Problem ist auch, dass es keinen Bauplan gibt. Man muss es sich freischalten. Das schauen wir uns heute alles gemeinsam an. Erstens, wie ihr das freischaltet, was ihr dazu braucht, um es freischalten zu können. Was meine erste Meinung ist, Recoil, den Vergleich mit einer PKM, mit einer Brühen, mit einer Stoner werden wir uns reinziehen. Und das Ganze so aktuell, wie es nur mir möglich war. Ich hoffe, für den Grind lasst ihr eine positive Wertung, da würde ich mich mega drüber freuen. Ihr könnt euch ganz kurz zurücklehnen und chillen und einfach mal so ein bisschen in Beutegeld schauen, was für einen Eindruck das neue LMG für euch hat. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Ihr müsst das neue LMG freischalten, indem ihr mit einem MW-LMG in 7 verschiedenen Matches 5 Abschüsse mit einem Scout-Visier macht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Es ist wichtig, dass ihr kein Coldbore-LMG benutzt. Das habe ich am Anfang versucht. Es hat nicht funktioniert. Wir gehen mal ganz hier bei den LMGs ganz kurz auf irgendeins. Und hier ist es das Scout-Kampf-Visier. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Damit habe ich das gemacht. War relativ easy. PKM, ja, oder das LMG ist ja eigentlich völlig egal, wie ihr das Ganze baut. So habe ich dann das LMG freigeschaltet. Ihr könnt in Beutegeld quitten nach den 5 Abschüssen. Nicht direkt, wenn ihr den 5. gemacht habt. Einmal hat es bei mir dann nicht funktioniert. Aber so schaltet ihr auf jeden Fall in Beutegeld frei. Feinde landen im Einsatzgebiet. Nein! Schuld ist eine Tugend. Der Feind nähert sich. Ohoho! Feinde landen im Einsatzgebiet. Digga, hat er mich gestunt? Hallo? Okay, kurz nachladen. Jetzt sind wir bei 4 Kills schon. Ups. Feinde landen im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne. Okay, 5. Das Ganze geht natürlich auch im Modern Warfare Multiplayer. Auch da könnt ihr quitten. Es ist, glaube ich, in Coldrun und MW immer ein bisschen unterschiedlich. In MW kannst du auf jeden Fall quitten. Deswegen, wenn ihr den Multiplayer habt, geht einfach schnell rein in Hardcore, chillt euch irgendwo in die Ecke und ballert 5 Leute weg und quittet raus. Und dann habt ihr schon das neue LMG freigeschaltet. Und ja, meinen ersten Eindruck von der Waffe seht ihr hier. Okay, erster Eindruck. Was für ein Hype. Bei Storage sind auch immer die größten Geeks und das ist so anstrengend. Ui, okay, die Feuerrate ist wirklich sehr langsam. Vergleich auch gerade zu PKM. Müssen wir mit dem Kill anfangen. Nice. Alright, alright. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Kills und schauen uns dann den Recoil an in einer ruhigen Ecke und gucken mal, was die Waffe so zu bieten hat. Ja, bin tot. Digga, du musst jetzt so um dein Leben sweaten. Das ist wirklich gestört. Der Feind, nice. Boah, mächtig. Bei den Gegnern, die halt gehärtet haben. Ui! Muss man natürlich dann darauf achten, dass die sogar full life waren. Hat sich schon mal ganz gut an. Er hat der Silence. Digga, was hat er denn? Boah, ach du Scheiße. Ich weiß ja nicht, wie bei euch die Beutegeld-Lobbys sind. Im Einsatzgebiet. Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Er spielt Herzschlagsensor. Von der Time to Kill her fühlt sich das jetzt aber noch nicht so komplett gestört an. Also die ersten Kills, die ich jetzt gemacht habe, da war die Time to Kill so vom Feeling her in Ordnung. So, weil jetzt war ich auch wieder Todes-One-Shot. Er wird mich töten, nicht? Glück gehabt. Wir können. Also der Kollege hier mit Herzschlagsensor, ne? Dass sie ihn geschaut haben,
breche komplett ab, wirklich. Schwarz vor Augen. Nein, er wird mich töten. Auf dem Teil da. Ja. Recoil schaukelt ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Relativ. Nein, 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 was hier gerade passiert. Nein, er ist da drin wieder. Kleiner Rattenpeter. Boah, ich krieg, aber die beiden Shots haben so lange gebraucht und er hat mich direkt auseinandergenommen, ne? Habe ich ihm ein Shield abgezogen? Der Typ mit seinem Heartbeat die ganze Zeit. Gebiet ab, auf den Himmel achten. Nein. Du auch, ne? Springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel achten. Oh, hab auch veraimt. Aber das ist halt auch ein Problem, ne? Wenn du halt, wenn die Waffe dann nicht einen perfekten Recoil hat. Und eine langsame Feuerrate könnte es problematisch werden, actually. Okay, wir haben jetzt die ersten Gameplay-Szenen, oder ich habe euch jetzt die ersten Gameplay-Szenen gezeigt. Und ich würde sagen, wir checken jetzt als allererstes mal den Recoil ab von dem guten LAHS-LMG. Ich frag mich immer noch so, was jetzt richtig ist. RAAL oder LAHS-MG? Und warum wird das überhaupt unterschiedlich benannt? Na egal. Auf die Plätze, fertig. Los. Alright. Ich will noch mal kurz das ausprobieren. Ich glaube, der Open Bolt Delay. Der Open Bolt Delay ist ein bisschen stärker als bei der Stoner. Zum Beispiel jetzt. Vom Gefühl her. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen. Also der Open Bolt Delay ist, glaube ich, ein bisschen höher bei der Stoner tatsächlich. Schauen wir mal den Recoil der Stoner im Vergleich. Okay. Wird's also fast gleich sogar, ne? Könnte man sagen. Feuerrate natürlich, das steht bei der Beschreibung von dem LMG schon, ist viel, viel langsamer als bei der Stoner. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Aber ich finde die ersten Shots, die das LMG abgibt, das neue, die sind irgendwie komisch. Wisst ihr, was ich meine? Ey, Bro! Was sie. Ah, was hast du getan? Oh mein Gott. Grüße, Hannes, Alter. So. Wir sind gerade am Testen, Alter. Kommt sowas. Aber die ersten Shots bouncen so richtig, oder? Das könnte ein Problem werden. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Bruder. Also, was sehe ich hier? Ich habe das Gefühl, die ersten Shots, die das MG abgeht, die bouncen komplett durch die Gegend, bevor dann der Recoil sich ein bisschen einbekommt. Anders als bei der Stoner auf jeden Fall. Und dieser Open Bolt Delay vom Gefühl her, wenn ich drauf drücke und deutlich größer. Könnte aber natürlich auch, also liegt auch an der Feuerrate ein bisschen, ne? Ich glaube, Mobility-technisch nehmen sich die beiden nicht viel. Das LAHS ist etwas langsamer. Oh ja, deutlich langsamer. Okay, okay, vor allem beim Sprint-Speed auch. Und jetzt hier Kansas-Slide. Vom Gefühl her schon langsamer. Ja, aber ich bin gespannt, was mit der Waffe so passiert, wenn man sie gelevelt hat. Aber schreibt gerne euren ersten Eindruck in die Kommentare, würde mich selber darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst, wie gesagt, nochmal eine positive Wertung für den Grind da. Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten guten Eindruck verschaffen. Und ich bin gespannt, was ihr zu der Waffe sagt, wenn ihr sie freigelevelt habt. Wir sehen uns morgen im Stream. Macht's gut. Ciao, ciao.